Liebe Zuschauer, weiter geht es mit ein bisschen Haushalt. Und da haben wir hier fantastische Produkte, auch viele Neuheiten, die ich Ihnen heute gerne zeigen möchte. Und zwar aus dem Bereich der Staubsauger. Sie werden es vielleicht selber kennen, haben sich vielleicht auch schon ein paar Mal informiert. Es gibt ganz unterschiedliche Systeme. Momentan geht der Trend zu beutellosen Saugern. Das heißt, Sauger, wo Sie keine Beutel mehr nachkaufen müssen, die einen Staubauffangbehälter haben. Und ganz modern, ganz attraktiv sind diese fantastischen Zyklonsysteme. Das heißt, da wird ein Wirbel aufgebaut und der drückt quasi den Staub nach außen. Fasst dann natürlich den Staub gut zusammen und Sie haben ein fantastisches Saugergebnis, da hier dann keine Saugleistung verloren geht. Also das ist eine absolute Empfehlung. Wir haben ganz unterschiedliche Geräte für Sie im Angebot. Für jeden Einsatzbereich das richtige Gerät. Sei es als ganz normaler Bodensauger, sei es vielleicht für die zweite Etage als Zweitsauger oder wenn Sie ganz flexibel unterwegs sein wollen, ohne Kabel, auch die haben wir für Sie im Angebot. Zusätzlich habe ich noch einige Neuheiten, die man auch perfekt für die Garage verwenden kann. Ja, deshalb auch das ist natürlich eine Möglichkeit, sogenannte Nass- und Trockensauger. Aber beginnen wollen wir mal ganz normal mit einem herkömmlichen Sauger. Und das ist hier dieses Modell, das möchte ich Ihnen gerne zeigen. 47,41 Euro ist hier der TV-Sonderpreis. Und das Gerät ist absolut saugstark, 1600 Watt. Und auch hier haben wir dieses beutellose Saugen, was ich gerade angesprochen habe. Da unten sieht man es, da ist der Auffangbehälter, der ist hier mit 2 Litern relativ groß. Das Tolle an diesem Gerät ist, das ist perfekt für Allergiker geeignet oder auch Asthmatiker, weil wir hier einen fantastischen HEPA-Filter eingebaut haben. Das ist dieser HEPA-Filter hier im inneren Teil. Den können Sie entnehmen und waschen. Das bedeutet, dass selbst Kleinstpartikel, die sich bei Ihnen zum Beispiel auch in der Luft befinden, hiermit aufgenommen werden und die können dann dementsprechend hier auch eingefangen werden. Das ist eine super Sache und wie der saugt, das möchte ich Ihnen natürlich mal zeigen. Sie haben ein ganz langes Kabel mit dabei, haben selbstverständlich ganz klassisch dieser Aufwickelmechanismus hier. Das heißt, wenn ich drauf drücke, saugt sich hier das Kabel gleich ein. Generell ist er klein und wendig, das heißt, ich könnte ihn auch gut mal in die Hand nehmen und einfach hin und her tragen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das ist ja immer ganz wichtig, gerade wenn man vielleicht schon ein bisschen älter ist und da einen neuen Sauger sucht oder haben möchte. Und dann schalten wir ihn einfach mal an und saugen mal schön los. Wir haben hier ein bisschen Chaos veranstaltet und zwar hier mit Konfetti, mit Paniermehl, die haben wir hier eingearbeitet. Und schauen Sie mal, was da in meinem Sauger los ist. Wenn wir da mal drauf gucken, da sieht man es jetzt sehr gut, da zirkuliert das so richtig. Sehen Sie das? Das fliegt da so richtig rum. Also das ist wirklich fantastisch. Da sieht man richtig gut, wie hier das Eingesaugte dann in diesem Sauger herumfliegt, sich da an die Seiten drückt. Man sieht hier richtig diesen Zyklon, der hier herrscht, in diesem tollen Sauger. Also eine fantastische Möglichkeit, hier das sich auch mal anzuschauen. Das freut mich, dass wir das jetzt so gut sehen. Das ist wirklich richtig, richtig schön. Und die Saugleistung ist fantastisch, gerade auch mal auf so einem Teppich. Sie sehen das jetzt. Der sieht direkt aus, upsala, wie neu. Sie können selbstverständlich das Rohr abnehmen und können dann auch einen der anderen Aufsätze drauf machen. Zum Beispiel dann, oh, da sehen wir es sehr gut. Haben Sie das gesehen? Das sieht so richtig aus wie so ein Wirbel, der da herrscht hier unten drin. Wie so ein Zyklon. Und das ist der Auffangbehälter. Den können Sie einfach über dem Mülleimer entleeren. Und hier haben wir sowas wie Zyklontechnik. Funktioniert einmal als Grafik dargestellt. Eine fantastische Sache. Für 47,41 Euro können Sie diesen beutellosen Zyklonsauger bestellen. Der ist richtig gut und ja, was Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist oder worüber Sie jetzt schon nachgedacht haben, beutellos. Das bedeutet, Sie müssen auch nie wieder Staubsaugerbeutel nachkaufen. Und da werden einige jetzt anfangen zu strahlen und werden sagen, oh gut. Haben Sie auch immer so Probleme mit den Staubsaugerbeuteln? Man weiß nie, welche man kaufen soll. Man ist immer total verwirrt und denkt, oh, waren das jetzt die richtigen? Welche sind die passenden für meinen Sauger? Und dann kosten die auch noch so viel Geld. Ne? 2 so kleine Beutelchen, dann immer gleich 20, 20 Euro. Das entfällt ab jetzt. Sie zahlen einmal die 47,41 Euro und haben hier einen fantastischen beutellosen Zyklonstaubsauger ohne Saugkraftverlust, der Ihnen wirklich da ganz toll zur Seite steht, mit dem Sie wunderbar saugen können, genauso wie es sein soll. Die Saugdüse unten übrigens sehr groß gearbeitet. Sie sehen, ich kann damit wunderbar auf Teppich saugen.
Kann natürlich aber auch auf den Hartboden gehen. Hier unten ganz toll gemacht, klassisch zum Auffangen. Also wirklich schön, liegt sehr gut in der Hand. Und damit wird das Saugergebnis natürlich noch besser, noch schöner. Sie haben hier oben auch übrigens diese Regulierdüse. Das heißt, wenn Sie mal auf einem Läufer sind, ja, und Sie den nicht ansaugen wollen, dann können Sie hier diese Regulierdüse auch auf- und oder zuschieben. Wenn Sie es aufmachen, können Sie gerade dann auch bei einem Vorhang zum Beispiel, bei einem Läufer, der nicht am Boden festgeklebt ist, dann auch wunderbar drüber saugen. Also das ist wirklich eine klasse, klasse Sache. Macht richtig Spaß und Sie sind hier ganz toll unterwegs. So einfach war, glaube ich, Staubsaugen schon lange nicht mehr. Das macht richtig Spaß, wenn man so einen schönen neuen Staubsauger hat. Da ist man natürlich dann richtig gut bei der Sache, saugt auch mal alle Teppiche hier ordentlich aus, dass es hier richtig ordentlich wird. Habe ich noch was vergessen? Oh ja, da ist noch ein bisschen was. Da gehen wir noch mal hier schön drüber, damit das wirklich alles hier fein wird. Aber natürlich dann auch einfach umschalten und dementsprechend hier dann auf den Boden gehen. Das ist natürlich auch kein Problem. Auch hier auf glatten Böden ist der super unterwegs und saugt wirklich ganz, ganz clever dann die Böden ruckzuck ab. Also ein fantastisches Saugergebnis, was man hier innerhalb von 0, nichts hat. Und auch hier der Sauger natürlich ganz einfach dann dementsprechend zu bedienen oder auch mal mit wegzutragen. Weil das ist natürlich heutzutage ein wichtiges Thema. Viele nehmen ihren Sauger dann auch mal mit raus, zum Beispiel zur Garage, müssen ihn vielleicht auch mal in ein anderes Zimmer tragen. Und dieses Gerät hier kann man wunderbar dann auch mal mitnehmen. Und das Besondere hier vor allem dieser fantastische HEPA-Filter, den wir hier haben. Ich sage es nochmal, eine optimale Luftreinigung für Allergiker und Asthmatiker. Denn dieser HEPA-Filter nimmt selbst kleinste Partikel sehr schön auf. Man kann diesen HEPA-Filter wunderbar waschen danach und ihn dann wieder einsetzen. Also für 47,41 Euro ein fantastischer, beutelloser Zyklonstaubsauger mit 1600 Watt Saugleistung. Die NX5687 und die 569 ist da Ihre Bestellnummer. Und die Leitungen sind selbstverständlich für Sie frei. Sie sehen es auch eingeblendet. Der ist neu. Deshalb da wirklich zügig bestellen. 0180 51 51 dreimal die 2. Das ist hier die Telefonnummer. Da erreichen Sie die Kollegen im Callcenter und da können Sie dann direkt zugreifen. Also ganz, ganz fantastisch. 2 Liter Staubauffangbehälter und selbstverständlich sind auch die Polsterdüsen und das alles direkt im Lieferumfang mit dabei. Sie haben auch hinten diesen kleinen Aufsteller, sodass Sie den wunderbar hinstellen können, den Sauger. Damit Sie den dann auch vielleicht in der Abstellkammer stellen können oder so. Das ist ja hier wirklich toll gemacht. Und das für so einen Preis. Vielleicht haben Sie sich selber schon mal informiert, haben schon mal geschaut, was kosten eigentlich momentan diese Staubsauger, ja? Wenn man da eine gute Technik haben will, man sagt beutellos, man sagt Zyklontechnik, da ist man schnell mal bei mehreren hundert Euro und hat dann so einen riesen Sauger, wo man gar nicht weiß, wo man den hinpacken soll und wie man den am besten dann rausholen soll, dann kennen Sie das, ne? Dann sind Sie da am Wuchten und dann, oh Gott, dann ist es so schwer, den hinterherzuziehen. Vielleicht haben Sie sogar noch eine Treppe, wo Sie mit dem Staubsauger hoch müssen. Oh, dann wird es ganz kritisch, ne? Weil so ein Staubsauger ist wirklich schwer. Das ist schwerste Arbeit, dann Staub zu saugen. Und deshalb sind hier unsere Modelle, gerade diese leichten, diese handlichen Modelle, absolut beliebt. Und der Preis, der spielt hier bei uns bei Pearl TV natürlich auch eine große Rolle. Wir haben die tollen TV-Sonderpreise für Sie. Deshalb da heißt es dann wirklich schauen, welchen Staubsauger brauchen Sie, was ist das Ideale für Sie und dann greifen Sie zu. Ich habe ein weiteres Modell im Angebot und auch das ist ein fantastischer Zyklon-Staubsauger. Und zwar ein Hand- und Bodensauger, so nennt er sich, 2-in-1 Hand- und Bodensauger. Hier natürlich mit einem unglaublich langen Kabel auch, sodass Sie den schön einsetzen können. Und Sie sehen, ich habe den hier so ganz einfach in der Hand. Der ist unglaublich leicht. Und auch hier bei diesem Gerät handelt es sich um diese fantastische Zyklontechnik. Das heißt, hier sehen Sie wieder den Staubauffangbehälter, diesen Schmutzbehälter, wo alles, was ich einsauge, drin aufgefangen wird. Hier wird dieser Zirkel erzeugt mit dieser Zyklontechnik. Das heißt, fantastische Saugergebnisse ohne Saugkraftverlust. Und diesen Behälter, den können Sie hier unten einfach aufmachen, so an diesem kleinen Dings, können den dann über dem Mülleimer dann ausleeren, wenn der voll sein sollte und dann machen Sie ihn ganz einfach wieder zu. Wiegt wirklich fast gar nichts, also das ist vielleicht 1,5 Liter Milch, ja, die Sie in der Hand haben. Einfach eine tolle Sache. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können damit natürlich als Handstaubsauger ganz schnell aktivieren.
werden. Das heißt zum Beispiel auch mal so Polster ein bisschen aussaugen. Ja, wir haben da die unterschiedlichsten Aufsätze mit dabei. Anschalten und dann mal so in die Polsterritzen gehen, die Sie eh schon lange aussaugen wollten. Und Sie kennen das mit dem herkömmlichen Staubsauger, ja? Den würden Sie jetzt holen, den würden Sie an sich ranziehen, dann ist vielleicht das Saugrohr zu unbiegsam. Ehe Sie den dann vor der Couch haben, dann überlegen Sie sich, oh, dann verheddern Sie sich vielleicht drin. Dieses Gerät, so flexibel und handlich, das heißt, da können Sie alle Polster mit aussaugen, auch mal Autopolster, zeige ich Ihnen gleich, das ist eine fantastische Sache. Hier mal schön in die Ritzen rein, schön alles aussaugen, auch mal hier oben, oh hier hat auch jemand gekrümelt. Innerhalb von Sekunden haben Sie das wirklich fantastisch gemacht. Das geht sehr, sehr leicht und auch ganz einfach, hier die Aufsätze zu wechseln. Auch das ist ja immer wichtig, ne? Wenn Sie einen Aufsatz abnehmen, den nächsten Aufsatz dran. Klassische Polsterbürste zum Beispiel. Und dann gehen wir mal an den Autositz, weil genau da ist es natürlich auch immer schwierig. Hier haben Sie jetzt einen wunderbar flexiblen Sauger, mit dem Sie sehr gut ins Auto, in jede Ritze kommen. Und das heißt, auch mal so ein Autositz vielleicht von Krümeln befreien, von Sand befreien, von Schmutz befreien. Das geht natürlich hier mit dem besten Ergebnis, weil Sie hier natürlich eine fantastische Saugleistung haben. Und das, obwohl das Gerät so klein und handlich ist. Aber genau so sollte es sein, ja? So wünscht man sich einen Staubsauger. Und da hat man sich vielleicht jetzt jahrelang gefragt, warum habe ich nicht so einen Staubsauger? Und ich habe es Ihnen gesagt. Ich zeige Ihnen auch fantastische Zweitgeräte. Ich weiß, Sie haben einen Staubsauger zu Hause. Aber der ist wahrscheinlich gerade für gewisse Situationen, wie so ein Autositz, wie Ihre Polster, wenn Sie vielleicht in den Keller oder auf den Dachboden wollen zum Saugen, absolut unpraktisch. Und deshalb habe ich dieses Gerät für 37,91 Euro für Sie als Zweitgerät. Und Sie haben wahrscheinlich sich schon mehrere Male darüber aufgeregt, dass Ihr Staubsauger nicht so wollte, wie Sie wollten. Ja? Dass der nicht mitgekommen ist, dass der unbiegsam war. Stellen Sie mal vor, Sie müssen mal da unten unter die Polster. Was machen Sie denn da? Ja, da kommen Sie ja mit dem normalen Staubsauger fast gar nicht runter. Hier haben Sie so ein kleines Gerät. Da kann man sich auch mal mit bücken, da kann man mal mit hin und her. Das ist überhaupt kein Problem. Selbst mal auf dem Tisch absaugen. Das machen Sie mit einem Handgriff. Zack, zack, zack. Ja, das geht hier wunderbar. Ich kann es Ihnen zeigen. Das ist hier wirklich keine Sache. Ne? Anschalten und mal eben hier auf so einem Tisch kurz mal die Krümel wegsaugen. Machen Sie das mal mit Ihrem Staubsauger. In der Zeit, wo ich hier schon alles abgesaugt habe, haben Sie Ihren Staubsauger zu Hause noch nicht mal rausgeholt. Da haben Sie den noch nicht mal da aus dem Schrank bekommen und da angeschlossen, ja, hat der hier schon alles weggesaugt. Deshalb, das ist ein fantastischer Zweitsauger, auch für Sie zu Hause. 37,91 Euro, das ist doch fast kein Geld. Und jetzt zeige ich es Ihnen. Dieser Staubsauger, der kann auch als Bodensauger verwendet werden, denn wir haben auch die Bodendüse mit dabei. Das heißt, innerhalb mit einem Handgriff haben Sie den umgebaut. Machen da den Bodenaufsatz dran und können damit sogar Ihren Boden mal eben saugen, wenn Sie möchten. Das geht wirklich ruckzuck, ein Handgriff, zack ist das Teleskoprohr dann dran und dann können Sie auch den Boden damit fantastisch absaugen. Das ist so clever. Das ist ein Sauger, so wie er sein soll. Flexibel einsetzbar, handlich, klein und kompakt, aber dabei eine fantastische, tolle Zyklon-Saugleistung. Genauso soll es sein. Sie sehen es, also ich mache das hier nochmal ab, um Ihnen das zu zeigen, wie schnell das geht. Das ist der Sauger, das ist dann die Bodendüse, die wird hier oben einfach angesteckt, zack ist das fertig. Trotzdem haben Sie ein, Sie sehen das, sehr leichtes Gerät und schon können Sie damit auch auf den Boden gehen und können hier wunderbar mal Ihren Teppich absaugen, ohne Probleme. Ja, das geht wirklich ruckzuck, einfach mal hier dann absaugen. Oder wenn Sie sehen, oh, da unten ist auch noch was. Ja, gucken Sie mal, wie gut Sie mit dem auch mal runterkommen. Ja? Machen Sie das mal mit Ihrem Staubsauger zu Hause. Das möchte ich sehen, dass Sie so einfach mal unter einem Sofa, unter einem Stuhl saugen. Das geht nur hier bei diesem fantastischen, kleinen, handlichen Zyklonsauger, dass man das kann. Ha? Sehen Sie, wie einfach das ist. So gehört es sich zu saugen. Deshalb bestellen Sie jetzt diesen Sauger als Zweitsauger. Den haben Sie sich schon immer gewünscht. Sie haben schon immer gesagt, genau so einen kleinen, flexiblen Sauger möchte ich haben. Mit dieser tollen Zyklontechnik. Beutellos. Sie müssen sich um nichts kümmern. Genau. Deshalb den jetzt bestellen. NX5590 und die 569 ist da Ihre Bestellnummer. Einfach toll. Auch mal fürs Auto, für zwischendurch eine super Sache. Fantastische Geräte, Sie sehen es, ganz individuell, ganz flexibel, die Sie hier wunderbar einsetzen können dann bei sich zu Hause. Natürlich können Sie den auch als Erstsauger verwenden, wenn Sie eine kleine Wohnung haben und sagen, ich habe eh nur eine Einzimmerwohnung.
Ich weiß gar nicht, wohin mit einem großen Sauger. Ja, dann bestellen Sie den auch als ganz normalen Wohnungssauger. Das ist ja kein Thema. Sie haben ja die Bodenbürste mit dabei. Oder Sie bestellen das nächste Gerät. Denn gerade wenn man nur kleine Wohnungen hat oder dann vielleicht auch nur einzelne Zimmer saugen möchte, vielleicht dann auch in der Garage, um das Auto auszusagen, da habe ich jetzt einen Zyklonsauger für Sie, einen beutellosen Zyklonsauger mit Akkutechnologie. Das heißt, kein Kabel mehr. Das Kabel ist weg. Das heißt, noch mehr Flexibilität. Und jetzt schauen Sie sich das Gerät mal an. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und auch hier zeige ich Ihnen es einmal so. So schaut er aus, wenn Sie den nach Hause bekommen. Der ist klein, der ist leicht und der hat kein Kabel mehr dran. Sehen Sie das? Das ist alles Akkutechnologie. Hier sind Sie gut 20 bis 30 Minuten am Saugen mit einer Akkuladung. Und dann machen Sie hier unten einfach den entsprechenden Aufsatz drauf. Und ich möchte Ihnen auch hier direkt mal den Bodenaufsatz zeigen. Sie haben selbstverständlich hier das fantastische Teleskoprohr. Einfach auf die entsprechende Größe dann ausfahren. Und dann kann es losgehen. Das heißt, wunderbar saugen. Und hier ein Highlight ist die rotierende Bürste vorne. Schauen Sie sich das mal an. Hier wurde extra so eine schöne rotierende Bürste eingebaut, damit Sie hier den Schmutz wunderbar einsaugen können. Hier, wie problemlos das geht. Wirklich fantastisch. Oder hier mal auf dem etwas hochflorigen Teppich natürlich auch gar kein Problem. Da saugt er ja ganz wunderbar. Dabei absolut leise und eine fantastische Saugleistung. Und auch hier kein Beutel. Das heißt, beutellos unterwegs. Für 94,91 Euro können Sie dieses fantastische Modell bestellen. Auch hier bekommen Sie selbstverständlich die passenden Düsenaufsätze, also so einen Bürstenaufsatz, einen Fugenaufsatz direkt mit dazu. NX 5589 und die 569 ist hier Ihre Bestellnummer. Ganz neu bei uns und wird schon reichlich bestellt. Ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Aber ich habe es Ihnen gesagt, wir haben wirklich für jeden das Passende mit dabei und auch für die Herren, die jetzt sagen, ich suche einen passenden Sauger, vielleicht für meine Werkstatt, für die Garage. Der muss so einiges aushalten können, das muss wirklich ein robustes Modell sein und vor allem, ihm muss auch Flüssigkeit nichts ausmachen. Es kann mal nass werden, es kann vielleicht auch mal Wasser runtertropfen, ich muss vielleicht sogar mal Flüssigkeiten einsaugen. Ja, gar kein Problem für die nächsten Sauger, die ich Ihnen zeige. Und zwar haben wir da zwei Größen. Wir beginnen mit dem etwas kleineren Gerät. Der hat hier den 15 Liter Wassertank. Und schauen Sie sich mal das Malheur an. Hier, so richtig schön nass auf den Fliesen. Da ist Wasser auf die Fliesen, vielleicht ein Wasserrohrbruch. Vielleicht ist auch einfach eine Vase umgekippt, das weiß man nicht. Sie können hier das Wasser ohne Probleme einsaugen. Sie haben ja einen Edelstahlbehälter hier bei diesem ersten Gerät. 15 Liter für Füllvolumen und da können Sie dann bis zu 15 Liter Wasser in diesem Edelstahlbehälter aufnehmen. Einfach das Wasser, die Flüssigkeit einsaugen. Das ist doch mal faszinierend. Gleichzeitig ist das Gerät natürlich als normaler Sauger auch wunderbar zu benutzen. Das geht selbstverständlich auch. Also Sie können damit auch ganz normal die Böden saugen. Sie können damit ganz normal dann Staub saugen. Das ist kein Thema. Aber halt auch für Nasses zu verwenden, also ein Nass- und Trocken-Multisauger. Und den haben wir hier für fantastische 47,41 Euro bei uns. Brandneu im Programm und den können Sie jetzt bestellen. Deshalb schnell sein, wenn Sie sagen, oh, genau das Gerät habe ich gesucht für die Garage, für vielleicht meine Werkstatt. NX 5119 und die 569 ist hier die Bestellnummer für dieses Gerät. Und ich möchte Ihnen gerne mal zeigen, wie das dann auch ausschaut, wenn Sie es im Einsatz haben. Es ist ein tolles Gerät, weil es sehr robust auch gemacht ist, muss es ja natürlich auch sein. Das hat extra diese vier Rollen unten dran, ne, die in alle Richtungen auch laufen. Sie sehen das, es ist quasi unmöglich, diesen Staubsauger umzuschmeißen. Sie sehen das, ich kann hier mit dem Kabel hin und her gehen, kann ihn hier wirklich treten. Der fährt wunderbar, der dreht sich hier so schön. Also ganz toll gemacht. Gleichzeitig aber oben der Tragegriff, damit Sie ihn auch mal wegtragen können. Das ist ja ganz wichtig, ne, gerade wenn er dann mit Flüssigkeit gefüllt ist.
ist das eine super Sache. Und dann haben sie unten natürlich dementsprechend auch eine ganz spezielle Bürste eingearbeitet. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus als bei herkömmlichen Saugern, weil sie hier natürlich einmal die Bürstchen an sich haben, um auch mal dann einen Teppich abzusaugen oder einen Fußboden abzusaugen, auch mal Fliesen, Parkett, Laminat. Hier unten im unteren Teil, da wurde so eine Gummilippe, Sie sehen das, da ist so eine Gummilippe eingearbeitet. Das ist natürlich extra, wenn Sie auch Flüssigkeit einsaugen, damit Sie hier, wie Sie kennen das bei Ihrem, wenn Sie die Fensterscheiben abwischen, da haben Sie auch so eine Gummilippe, um das so abzuziehen, ne? Damit das Wasser auch schön reinläuft dann oder runterläuft. Das ist natürlich hier extra so gemacht. Also da wurde wirklich mitgedacht, sodass Sie hier ein optimales Gerät haben, um natürlich auch die Nässe dementsprechend einzusaugen. Möchten Sie es mal sehen, wie der Flüssigkeit saugt? Ich mache mal das Saugrohr ab. Ich möchte es Ihnen gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Deshalb, ich habe hier mal, und wir kippen das jetzt nicht hier hin, keine Sorge, da werden wir gleich immer getötet, wenn wir hier irgendwie Wasser im Studio auskippen, weil hier natürlich sehr viel Technik ist. Das mache ich ja nicht. Deshalb hier dementsprechend dann das Ganze, um das anzuschauen. Dann schauen wir mal, wir machen ihn einmal auf, muss ich mal gucken. Ja, da ist nämlich noch das Tütchen drin, das müssen wir natürlich rausmachen, wenn wir Flüssigkeit saugen wollen. Und dann macht man ihn ganz einfach wieder zu. Das geht hier über diese Clipsmechanismen unglaublich einfach. Sie sehen das, es wird einfach aufgesetzt. Hier unten ist das auch alles nochmal schön gummiert, sodass da auch nichts irgendwie aufeinander reibt oder so. Deshalb zumachen und dann anschalten. Und Sie sehen, das ist auch noch ganz wichtig, selbst der Anschalter ist hier nochmal wassergeschützt. Das ist ganz wichtig, ne? Wenn Sie viel Feuchtigkeit dann haben, ist das kein Problem. Können Sie natürlich auch im Außenbereich mal verwenden, wenn Sie Ihr Auto irgendwie so aussaugen wollen. Da ist hier trotzdem alles wassergeschützt. Anschalten. Und jetzt kann man hier mit dem Sauger das Wasser aufsaugen. Passen Sie mal auf, wie kraftvoll der ist. Der saugt das richtig hoch. Schauen Sie sich das mal an. Der saugt das richtig hoch, das Wasser, und zieht das hier richtig in den Sauger ein. Gucken Sie sich das an. Wahnsinn, oder? Sehen Sie das, wie der das ansaugt, das Wasser? Der saugt das hier alles weg. Innerhalb von kürzester Zeit. Zack. Fantastisch, oder? Haben Sie das gesehen? Da war eben noch Wasser in der Vase. Jetzt ist es weggesaugt. Alles weg. Ohne Probleme. Ist das super? Und ich möchte Ihnen auch mal zeigen, wo das Wasser hingekommen ist. Wenn Sie mir jetzt sagen, oh, wie hat das denn geklappt? Da, schauen Sie mal da rein. Da ist jetzt das Wasser drin. Das ist jetzt hier unten alles in dem Pott. Da sehen Sie es. Da ist unser Wasser. Zack, was eben noch in der Vase war. Das ist hier jetzt eingesaugt. Und wenn Sie jetzt überlegen, oh, brauche ich denn so einen Nass- und so einen Trockensauger? Wenn ja, wofür überhaupt? Kann ich Ihnen sagen, ja, Sie brauchen den. Es gibt immer Situationen, wo man Feuchtigkeit hat. Sei es, dass mal eine Vase umgekippt ist, aber natürlich auch dann in der Garage, vielleicht im Schuppen, wo Sie mal irgendwas wegmachen wollen. Sei es, dass Ihnen vielleicht ein Liter Milch irgendwie in die Küche geklatscht ist. Das können Sie auch damit einsaugen, ist auch Flüssigkeit. Aber ganz genial wird es, wenn man es draußen zum Beispiel im Garten einsetzt. Und zwar, wenn man zum Beispiel solche Gitter hat, wo das Wasser reinlaufen soll und die sind verstopft oder auch eine Dachrinne. Das ist auch ein klassisches Beispiel. Dachrinne verstopft von Blättern, da sammelt sich die Feuchtigkeit. Das Laub, das da drin sich gesammelt hat oder die Tannennadeln, sind nass, sind feucht. Und wie wollen Sie das da rausbekommen? Das ist alles nass. Das können Sie nicht mit einem herkömmlichen Staubsauger einsaugen, weil das ja nass ist. Was wollen Sie machen? Wollen Sie da wirklich hochklettern mit der Leiter und wollen das dann mit den Händen alles da rausholen? Das ganze eklige, nasse, klebrige Zeug? Boah. Nee, machen Sie es mit dem Sauger. Einfach mit dem Sauger, zack, und dann raussaugen. Das geht innerhalb von Sekunden. Das ist einfach ein Knaller. Also eine absolute Empfehlung von mir hier für diesen tollen Nass- und Trockensauger. Hier das kleinere Modell mit den 15 Litern Fassungsvermögen. Die NX5119 und die 569 ist da Ihre Bestellnummer. Selbstverständlich alles Spritzwasser geschützt. Und das Tolle bei diesen Saugern ist, die haben noch einige andere Funktionen. Die möchte ich Ihnen jetzt gleich gerne zeigen. Deshalb, ich hole hier mal meinen nächsten Sauger ein Stück weiter nach vorne. Das hier ist jetzt das Modell, ähnlich wie das Modell, was wir gerade gesehen haben, nur in größer.
Das heißt, hier haben wir jetzt einen größeren Auffangbehälter im unteren Teil. Sie sehen das hier. Der ist jetzt 30 Liter. Das heißt, hier können Sie sehr viel mehr aufsaugen, sehr viel mehr Flüssigkeit oder auch sehr viel mehr andere Dinge. Also ein 30 Liter Auffangbehälter, ansonsten quasi ähnlich gemacht. Unten die vier Rollen, ganz wichtig. Auch hier können Sie das Gerät wunderbar anheben, hier oben mit dem Griff. Die Besonderheit bei diesem Gerät ist, dass Sie hier zusätzlich eine Steckdose haben. Das heißt, hier oben ist in dem Gerät selber noch eine Steckdose versteckt. Und jetzt werden viele wieder überlegen und sagen, warum soll denn bitte mein Sauger eine Steckdose haben? Ja, wenn Sie zum Beispiel den in der Garage verwenden, auf der Werkbank zum Beispiel etwas bohren und Sie Ihren Schrauber, ja, die Bohrmaschine, direkt hier einstecken, haben Sie die Möglichkeit, hier gleichzeitig zu saugen und natürlich dann dementsprechend auch das Gerät zu benutzen, wenn Sie ein wenig Steckdosen haben zum Beispiel oder wenn Sie halt beides vereinen wollen. Wenn Sie gleichzeitig saugen und ein anderes elektronisches Gerät benutzen wollen, dann ist das hier einfach ideal. Deshalb funktioniert fantastisch. Auch hier, schauen Sie mal, Sägespäne, natürlich. Alles wird aufgesaugt ohne Probleme. Das ist wirklich hier eine ganz tolle Sache. Und die Geräte können übrigens nicht nur saugen, diese tollen Nass- und Trockensauber, sondern die können auch blasen. Das ist natürlich auch ganz spannend, weil oft hat man das Problem, dass man vielleicht mal Laub zusammenpusten möchte oder dann vielleicht auch mal den Grill anmachen möchte. Und da sind hier diese Geräte auch richtig gut oder vielleicht auch mal Staub in Ihrer Wohnung. Hier sehen wir es gerade mit dem Staub zum Beispiel. Das könnten Sie auch zusammenblasen dann. Also da machen Sie einfach die Bläserfunktion an und dann können Sie dementsprechend dann den Staub auch zusammenblasen. Also eine ganz tolle Sache, unsere fantastischen Nass- und Trockensauger. Hier das größere Modell. 30 Liter, 66,41 Euro mit der NX5118 und der 569. Und dann kann es losgehen bei Ihnen zu Hause. Dann haben Sie für jede Situation, glaube ich, den passenden Sauger. Ich habe Ihnen tolle Möglichkeiten gezeigt und ich hoffe, Sie sind jetzt schon in den Leitungen, haben schon bestellt. Wenn nicht, dann jetzt schnell durchklingeln, weil die TV-Sonderpreise, die ich Ihnen gezeigt habe, die gelten nur jetzt und bis zu 2 Stunden nach der Sendung. Deshalb ganz schnell anrufen, in die Leitung gehen. Jetzt gleich 0180 80 51 51 dreimal die 2. Bestellen Sie sich Ihren passenden Sauger. Ich habe Ihnen tolle Zyklonsauger gezeigt, beutellos, den Akkusauger oder hier die Nass- und Trockensauger. Deshalb jetzt bestellen und dann viel Spaß beim Staubsaugen. Mit den Geräten, ja, da macht das auch richtig Spaß, da kann es so richtig losgehen.